So, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir hier zum letzten Match des heutigen Abends. Bis gleich. Und da sind wir im Match Mark gegen Alucard hier in der, auf der Map Royal Rush der Season 3 in der Champions League. Und in der Champions League, muss ich sagen, habe ich lange nicht mehr in die Tabelle geschaut. Wie sieht das da eigentlich aus? Für die, die das nicht kennen, das ist unsere Website, wo man sich die Liga-Tabellen angucken kann. Den Link zur Website findet ihr in der Bio bei Twitch, TikTok oder auch auf YouTube. Wir gucken uns mal die Tabellen an. Aktuell hier der Mark. Oh, noch kein Spiel in der Champions League. Sein erstes Spiel. Oh wei, oh wei, oh wei. Und der Alucard hier aktuell im Mittelfeld mit ja, 1 Sieg und 6 Niederlagen. Also, da muss er tatsächlich richtig Gas geben. Und wir sehen hier die Map. Mark oben links hier. Ich meine, er ist mit den Alliierten unterwegs. Und rechts hier unten der Alu in Gelb mit den Alliierten, das sieht man schon. Und vom Aufbau ist gerade hier der Alu ein bisschen schneller unterwegs. In der Champions League darf jeder mitmachen, also unabhängig der Klasseneinstufung in die jeweilige Liga. Da darf man frei mitmachen. Die ist für jeden. Die nennt sich auch eigentlich die FFA-Liga. Die haben sie nur Champions League genannt, um sie ein bisschen interessanter zu machen. Da kann jeder rein. Da wird nach den schweren Regeln der ersten Liga gespielt. Ist noch ein bisschen was anderes. Waren das mal 6 Spiele pro Abend? Nein. Generell könnten wir 6 Spiele machen. Ich mache es aber immer nur mit Anmeldungen. Spontanspiele mache ich aktuell nicht. Das bei Chris, er macht das, er kann immer eher überziehen, als ich es kann. Aber wir haben generell noch ein, ja, ein Springerspiel. Es wird aber in letzter Zeit nicht angemeldet. Also für die Spieler, die gerade zuschauen, ihr habt auch die Möglichkeit, das Springerspiel noch anzumelden. Das Springerspiel ist nämlich ein Spiel, wo sie einspringen, wenn mal Spiele zu kurz gehen oder wir zu früh schon aus dem Stream raus sind. Heißt, man muss sich zwischen, zwischen 20 und 24 Uhr halt bereithalten. Mittlerweile haben wir auch immer mehr Ligen. Zur Season 4 kommt sogar noch eine, ja, sagen wir mal so, ein Spezialevent rein, was ersetzt wird durch den normalen Pokal. Das wird's in sich haben. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Auch da wird es keine Begrenzung geben, da kann jeder mitmachen. Bei der Liga ist es so, da werden die Spieler, die sich ja anmelden, nach ihren eigenen Einschätzungen getestet. Wenn ihr zum Beispiel Anfänger seid, dann testen wir euch auch unter Anfängerbedingungen und gucken, ob das wirklich auch den Tatsachen entspricht. Wenn wir aber merken, ihr seid doch keine Anfänger und seid doch schon eher fortgeschritten, dann stufen wir euch hoch. Dann seid ihr eher Spieler für die zweite Liga. Und wenn wir dann merken, oh, ihr seid gar kein Anfänger, ihr seid totale Profis, dann stufen wir euch natürlich in die erste Liga. Also, wir haben hier ein sehr, sehr großes Team und mittlerweile über 30 Leute hier, die hier im gesamten Team hier mithelfen, von Prüfern, die jedes Spiel hier nachprüfen. Wir bieten ja auch an, nicht nur Live-Spiele, sondern ihr habt die Möglichkeit, auch die Ligaspiele offline zu gestalten, also zu jeder Zeit, weil wir gerade darauf Rücksicht nehmen wollen, für die, die Schichtdienste haben, Familie haben und allen drum und dran, dann könnt ihr, ja, habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, die Spiele offline zu veranstalten, zu jeder Zeit, wo es nur geht. Und da ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, hier bei mir oder beim Chris und Marc die Spiele auch live zu gestalten. Diese Option habt ihr. Und Pavel, danke für dein Follow. Und jetzt sehen wir Alu ist fix unterwegs diesmal. Auch vom Geld her. Aber man merkt, Marc direkt in der Mitte bei den Gems. Der Boost kommt gleich bei Marc. Und danke dir, Nerdy. Und hi, Luca. Lucarion. Philipp! Wir müssen mal schreiben nachher in Dizzy. Wir schreiben nachher mal in Discord.
Ich wollte die gestern schon machen, ich kam nur davon ab, weil ich nach dem gestrigen Live, wo ich Age of Empires hier gestreamt habe, die Liga, die mega, also der Stream hat mir gestern richtig, richtig gut gefallen, weil die Spiele auch sehr, sehr spannend waren und wir die komplett durchweg Ligaspiele gestreamt haben gestern. War richtig gut und danach hatte ich aber so viele neue Tickets, also so viele, die sich gemeldet haben noch. Wir haben noch ein paar neue Anmeldungen für die Age of Empires Liga im Übrigen. Die wird jetzt auch aufgestockt, es gibt noch ein paar Nachmeldungen. Und auch für Alarmstufe Rot melden sich jetzt wieder viele, viele neue Spieler an. Daher, ich freue mich und auch die Community über jeden Zuwachs und hier auch die Frontbase vom Alu unterwegs. Problem, das kennen wir, Mark ist ein sehr schneller Bauer. Und baut sich hier auch Richtung Alu jetzt hier an die Mittelfront hier. Und langsam kommt Zwegert beim Alu an. Und auch hier Rider Tours unterwegs. Sehen wir. Steht rum und langweilt sich. Noch 4 Minuten CD. Und jetzt baut er erst auf. Ah, es ist zu spät. Es ist viel zu spät. Das wird sich rächen. Gegen Mark rächt sich das. Mark hat es gemerkt, muss zurückziehen. Noch ist keine Angriffszeit. Ja, Alu weiß Bescheid. Mark kommt hier langsam. Und er setzt wieder auf falsche Panzer. Hier. Das ist aber fies vom Mark, ne? Wir mit zwei Panzern durch. Und hier. Jetzt gleich Base an Base. Ich glaube, das wird wieder ein schnelles Spiel. Ich glaube, das wird ein schnelles, weil Mark ist einfach extrem weit vorne schon. Der Bauhof, ja, Mark hat das schon gesichtet, der Bauhof jetzt auf dem Weg nach oben. Oh, oh, oh. Wir kennen Mark. Mark ist auch ein Schummler. Er verstößt öfter mal gegen die Regeln. Ja, deswegen ist er mit mir auch in der Schummelliga. Das ist Lost. Und hier sehen wir der Kanonenturm legitim. Alles aktuell noch in Ordnung. Oh, guckt euch mal die Invasoren an. Was hat Alu wieder vor? Er hat ja aber Special Moves drauf. Die helfen ihr aber jetzt nicht für den Sieg. Aber das war schon ein bisschen dreist von Mark hier. Nachzusetzen immer. Oh, das müssen sich die Schiris mal echt angucken. Der hat immer nachgesetzt. Also sprich, er hat ihn zwar nicht direkt angegriffen, aber immer. Ah, da müssen sich die Schiris angucken. Wer weiß, ob das nicht bewusst war. Immer die Einheiten nachzuschieben und sie zum Auto-Attack zu kommen. Und die 9. Minute ist um. Eine Minute noch. Wenn es dem so ist, dass Mark hier immer bewusst nachgeschoben hat, wie es hier oben aussah, dann ist das eine gelbe. Ah, das müssen die Schiris noch prüfen. Ich habe es nicht genau im Blick gehabt. Ich bin nur fürs Sabbeln hier. Nicht fürs Bewerten.
Jetzt sehen wir hier. Interessant, dass Mark da wieder hinterher fährt. Geh mal auf die schnellen Panzer hier vom Alu. Ja, und Lanona hat's gerade noch mal auf Twitch angeheftet für die Zuschauer. Das Blitzturnier am Samstag 15 Uhr, wer sich noch anmelden will, einfach bei den CNC-Updates an den Posten Haken setzen, dann seid ihr registriert. Weitere Infos kommen dann morgen. Und jetzt geht's hier los. Großes Gefecht mit vielen, vielen kleinen Semmeln unterwegs hier bei der Alu. Aber das hier ist viel essentieller, viel stärker. Die ganze Base ist jetzt aufgegeben. Wenn Alu schnell agiert, könnte er noch hin und her fahren. Vieles rausnehmen. Er muss jetzt nur weiterfahren. Problem ist, er verliert auch hier ziemlich alles. Oh, ja, das ist hier ein leichtes Kanonenfutter. Also die Base ist schon raus. Jetzt kann Alu nur noch hier Schnitzeljagd machen. Genau, die Rammelkisten. So kann man es auch nennen. Die kleinen Flitzepanzer. Die schönen Rammelkisten hier vom Alu. Er muss weiterfahren jetzt. Weiterfahren, weiterfahren. Einfach, egal, einfach ins Rondell. Einfach weg aus der Schusslinie. Er wäre interessant geworden. Hätte er tatsächlich versucht, einfach mal im Kreis zu fahren, komplett durch die Map. Genug Panzer hat er, ja. Und immer versucht, ein Gebäude rauszunehmen. Wir haben so eine Taktik schon mal gesehen und die war fast vom Erfolg gekrönt. Also das wäre hier auch möglich. So ist es nicht, aber ich denke mal, das wird hier klar der Mark machen hier. Weil Alu hat auch keine Gebäude mehr. Hi, Nicoline. Schön, dich zu sehen. Das ist das, was ich meine, ne? Die sind so wahnsinnig schnell, die leichten Panzer. Mit denen kann man ordentlich ins Gefecht gehen. Aber Mark aus der Mitte halt eine gute Position, um mal gleich nachzusetzen. Und irgendwann wird er ihn schon den Weg abschneiden. Und Attacke hier. Alu versucht. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Wir haben jetzt noch den Sammler hier, der rausgenommen wird. Und dann ist das Match vorbei. Knapp 15 Minuten. Und das Match ist vorbei. Eieieiei. Das ging mal fix. Ja, aber wie gesagt, schneller Sieg oder schnelles Ende. Ja, wir mussten aber auch gerade feststellen hier im Live, als wir uns die Tabelle angeschaut haben. Marc, schäm dich, du hast gerade mal dein erstes Spiel. Ich bin ja auch seit gefühlt einer Woche erst hier drin. Warst du vorher nicht schon drin? Nö. Nee. Ich hab's nur gemacht, dass die Tabelle nicht zerschrottet wird. Bin ich eingesprungen. Ach so, boah, du bist eingesprungen. Aufgeopfert fürs Team, sag ich mal. Und dann krieg ich das erste Opfer. Richtig, ja, wortwörtlich das erste Opfer. Da war Marc echt, der war blitzschnell im Bauen. Also wirklich blitzschnell. Da hat man den gewaltigen Unterschied gemerkt.